Hallo zu einem neuen Video. Zum Mathematik macht Freude Freunde Arbeitsblatt bestimmtes Integral. Du kannst dieses auf der Webseite downloaden und ich bitte dich, dass du es während des Videos griffbereit hältst. Falls es dir zu schnell geht, kannst du das Video jederzeit pausieren und danach fortsetzen. In den letzten Videos hast du kennengelernt, was Untersummen und was Obersummen sind und haben uns anschließend angesehen, was passiert, wenn wir den Grenzwert von Untersummen und Obersummen bilden. In diesem Video wirst du sogenannte Zwischensummen kennenlernen und wirst anschließend wissen, wofür wir diese brauchen. Du siehst hier den Funktionsgraphen der Funktion f und Rechtecke, die annähernd die Fläche unter dem Funktionsgraphen im Intervall a bis b beschreiben. In unserer ersten Aufgabe sollen wir nun dieses Intervall von a bis b in n gleich breite Teile teilen. Und jetzt wollen wir uns berechnen, wie breit eines dieser Teile ist, also Delta x. Dafür gebe ich dir einen Tipp. Überlege dir, wie groß das Intervall zwischen a und b ist und in wie viele Teile wir dieses teilen. Nun bitte ich dich, pausiere das Video und berechne Delta x. Nun bespreche ich mit dir die Lösung. Wir haben gesagt, dass wir das Intervall zwischen a und b zuerst berechnen wollen. Und wir wissen, dass b die rote Länge hat und a die grüne Länge. Das bedeutet, wir wollen aber ja nur das Intervall zwischen a und b. Und das erlangen wir, indem wir von b a abziehen. Anschließend wollen wir dieses Intervall mit der Länge b minus a in wie viel gleich große Teile teilen? In n gleich große Teile. Und daher ist einer dieser Teile b minus a durch n breit. Jetzt schauen wir uns jeden einzelnen Bereich des ganzen Intervalls an und wählen in diesem Bereich eine beliebige Schnittstelle si aus und sehen uns auch den dazugehörigen Funktionswert f von si an. Anschließend bilden wir ein Rechteck, das die Breite Delta x hat und die Höhe f von si. Das bedeutet, unser erstes Rechteck hat die Fläche Delta x mal f von si1. Als nächstes wollen wir uns die Summe z der Inhalte der einzelnen Rechtecksflächen berechnen. Das bedeutet, wir berechnen uns zuerst die einzelnen Rechtecksflächen und addieren sie anschließend. Diese Summe z nennt man Zwischensumme. Ich bitte dich, dass du nun das Video wieder pausierst und versuchst, die Summe z zu berechnen. Jetzt erkläre ich dir die Lösung. Wir haben ja gesagt, dass wir die Flächen der einzelnen Rechtecke zuerst berechnen und anschließend diese addieren. Wir bilden ja n Rechtecke, weil wir ja das Intervall von a in b in n gleich breite Teile teilt. Das bedeutet, unser erstes Rechteck hat, wie wir vorher schon gemeinsam besprochen haben, die Breite Delta x und die Höhe f von s1. Dann sehen wir uns den zweiten Bereich, das zweite Rechteck an. Es hat wieder die Breite Delta x und jetzt wählten wir wieder eine Stützstelle s2 aus, dass die Höhe f von s2 hat. Das führen wir so fort.
bis zu unserem letzten Rechteck, das die Breite Delta x hat und die Höhe f von Sn. Wir können dies auch in der Summenschreibweise aufschreiben. Die Summe z, die wir bildeten, nennen wir Zwischensumme. Jetzt können wir uns überlegen, warum gilt, dass die Untersumme kleiner gleich der Zwischensumme kleiner gleich der Obersumme ist. Ich bitte dich, dass du dir dafür ein paar Minuten Zeit nimmst und dieser Frage nachgehst. Besprechen wir nun die Frage, warum gilt Untersumme kleiner gleich Zwischensumme kleiner gleich Obersumme? Wenn wir Untersummen bildeten, wählten wir in jedem unserer Bereiche immer den niedrigsten Funktionswert, damit das Rechteck unterhalb des Funktionsgraphen liegt. Das machten wir in allen Bereichen so und alle Rechtecke lagen unterhalb des Funktionsgraphen. Bei unserer Zwischensumme wählten wir einfach eine beliebige Stützstelle in jedem Bereich aus und bildeten ein Rechteck. Dagegen bei der Obersumme wählten wir bewusst in jedem Bereich immer den höchsten Punkt aus und bildeten immer ein Rechteck, das oberhalb des Funktionsgraphen liegt. Damit zeigt sich, dass die Obersumme immer oberhalb des Funktionsgraphen ist, die Untersumme immer unterhalb des Funktionsgraphen und die Zwischensumme immer teils drunter, teils drüber ist, weil wir die Stützstellen beliebig wählen können. Und damit gilt Untersumme kleiner gleich Zwischensumme kleiner gleich Obersumme.